gecheckt, das ist eine Medienwerkstatt. Wir wollen mit Kindern und Jugendlichen kreativ an Technik arbeiten und eigene Medienprodukte erstellen. Ja, bei Gecheckt ist immer das Schöne, dass man direkt in der Praxis auch mit den Kindern arbeitet. Also nicht nur theoretisch, sondern dass man denen auch Projekte macht und die auch so ein bisschen nach ihren eigenen Wünschen fragt und das mit denen verwirklichen kann. Ich finde ganz wichtig, so Jugendschutz an den Kindern und Jugendlichen orientiert halt zu machen, was für die zu machen. Das Beste fand ich halt, dass man wählen konnte währenddessen, was man macht. Also ob man Let's Play macht oder ob man digitale Bildbearbeitung macht oder anderes. Das fand ich halt super toll. Ferngesteuertes Auto kauft man sich und dann rast man mit dem rum und knallt irgendwo gegen. Mit dem Roboter würde man niemals so umgehen, weil den hat man selber zusammengebaut und dann geht man damit anders um. Ich finde selber machen auch viel besser als wenn anderes machen. Ja. Dann kann man auch stolz sein auf das, was man gemacht hat. Haben sehr schnell schon Smartphones oder sehr früh auch Smartphones. Denen ist auch wichtig, das neueste Smartphone zu haben und verschiedene Apps zu haben. Die kennen sich natürlich aus, kennen die YouTuber. Wo kriegt das Kind aber so den Umgang damit so beigebracht? In der Schule nicht, von den Eltern meist auch nicht. Da kommen wir quasi mit ins Spiel und überlegen uns Konzepte. Gecheckt sieht nicht immer gleich aus. Es gibt das als Wochenendaktion, als Ferienwochen. Wir machen wöchentliche, regelmäßige Treffen, je nachdem, was in der Jugendeinrichtung auch funktioniert. Im nächsten Schritt gehen wir dann noch weiter und lassen die Kinder als Experten für Multiplikatoren arbeiten. Also es sind dann pädagogische Mitarbeiter in Jugendeinrichtungen oder sonstigen Einrichtungen, mit dem Ziel, dass mehr Medienarbeit in Jugendeinrichtungen gemacht wird. Jetzt in der Fortbildung merkt man doch, wie groß die Spanne ist an Angeboten, die es in der virtuellen Welt gibt, die mir überhaupt nicht bekannt sind. Und deswegen finde ich, ist es sehr wichtig für uns Erwachsene, oder für die Menschen, die erwachsenen Menschen, die die Jugendlichen in einem Prozess begleiten, dass wir dort auch immer eben auf dem aktuellen Stand sind und auch uns Dinge zeigen lassen von den Jugendlichen und mit ihnen gehen und nicht neben ihnen her. Die Ferienaktion endet mit einer Abendveranstaltung mit den Eltern. Das ist wie so eine Infobörse für die Eltern. Die Kinder sind dann die Experten, dürfen ihre Medienprodukte, die sie hier erstellt haben, vorstellen, aber auch erklären, warum sie gerade das gemacht haben und was sie daran fasziniert. Wir sind die Video- und Fotobearbeitungsgruppe. Wir haben uns für die Videobearbeitung entschieden. Aber wir haben auch aus Fotos ein kleines Video gemacht. Genau wie es im Grunde mich beim ersten Mal beeindruckt hat, sind auch die Eltern, haben eine ganz andere Wahrnehmung von dem, was ihre Kinder so den lieben langen Tag mit Medien machen und sind dann halt am letzten Tag, wenn dann alles so präsentiert wird, eigentlich auch sehr überrascht, was die eigentlich erarbeitet haben und dass die halt nicht nur eine Woche hier gezockt haben. Die Kinder konsumieren in aller Regel, aber wirklich mal zu erleben, was dahinter steckt, ein Spiel zu designen, einen Film zu drehen, solche kleinen Challenges zu machen und einen Ort zu wählen, also dieses ganze Drumherum, das finde ich ganz wichtig. Ich habe mir gewünscht für meinen Sohn durch diese Aktion, dass er neue Impulse bekommt. Und ich glaube, das ist sogar gelungen.